Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich außerordentlich, dass wir uns heute so intensiv mit diesem Thema Wirtschaft beschäftigen und glaube ich, auch aus der Rede von Christian deutlich geworden ist, dass wir da überhaupt keinen Grund haben zu fremdeln mit diesem Thema. Das hat man uns doch lange eingeredet, dass das nicht unser Thema wäre. Ein Wort zuvor, ich habe das schon immer anders gesehen. Und wenn wir uns mal der Sprache der Wirtschaft jetzt mal einen Moment lang nur bedienen wollen, dann muss ich wirklich sagen, erfolgreiche Wirtschaft in sozialer Verantwortung, in dieser Kombination, das ist Kerngeschäft der Sozialdemokratie in Deutschland und in Bayern, liebe Genossinnen und Genossen. Ich freue mich sehr, dass wir in einer Projektgruppe Wirtschaft, die der Landesvorstand eingesetzt hatte, nun in etlichen Sitzungen sehr konzentriert miteinander gearbeitet haben. Und ich freue mich außerordentlich, dass am Ende ein Antrag steht, der wie immer im Leben jetzt heute so heißt, der natürlich anders aufgebaut sein könnte, der vielleicht statt 16, 14 oder 18 Projekte benennen könnte, aber der doch eines hat, und das werde ich versuchen deutlich zu machen, eine rote Linie dessen, was wir uns unter einer guten Wirtschaftspolitik für Bayern vorstellen. Ich möchte ausdrücklich Danke sagen. Das ist mir ein großes Anliegen. Danke sagen denen, die in dieser Projektgruppe mitgearbeitet haben. Das war zunächst als stellvertretende Vorsitzende die Annette Kahl. Herzlichen Dank. Das war Claudia Martini, die uns Regierungsverantwortung, aber auch Verantwortung in leitender Position der Wirtschaft sehr plastisch gemacht hat. Das war Christiane Berger vom DGB. Danke für diese gute Zusammenarbeit, die wir in vielfältiger Weise ja mit den Gewerkschaften jetzt wieder pflegen. Klaus Bartel natürlich auch für die AFA. Piotr Deschinski hat seinen Platz für die AGS dem Dirk Goldenstein überlassen und es hat mich sehr gefreut als Mitglied im Landesvorstand der AGS, dass das Votum war, dass das, was an Mittelstandspositionen dort diskutiert wurde von uns, die Zustimmung der AGS findet, gleicherweise wie die Zustimmung der AFA. Ich glaube, das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben Dieter Reiter in der Kommission gehabt, den Wirtschaftsreferenten der Landeshauptstadt München, der genau diese von Christian immer wieder zu Recht eingebrachte gute wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in Zusammenarbeit mit den dort verantworteten Rahmenbedingungen benennen konnte. Wir danken Dr. Florian Bieberbach aus dem Vorstandskreis der Stadtwerke München, Harald Unfried aus Landshut war dabei, Professor Mioska, der das Thema der Regionalentwicklung der ländlichen Räume zusammen mit der Annette eingebracht hat. Und ich danke sehr herzlich Dr. Roland Metz, der heute auch hier ist von der Landtagsfraktion für fachliche Beratung und natürlich Holger Reise, der das fürs Hauptamt koordiniert hat. Ich glaube, auch einem Parteitag steht es gut an, Danke zu sagen denen, die über Monate so etwas vorbereiten. Also danke an euch und es hat Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten. Dieser Antrag W1 ist also, wenn ihr so wollt, ein Bekenntnis. Er ist ein Bekenntnis, dass die Sozialdemokratie in Bayern sich der Wirtschaftspolitik als Kernthema annimmt. Es ist ein Bekenntnis, Christian Ude hat es deutlich gemacht, dass wir eine aktive Rolle anstreben. Und ich werde an einigen Punkten aus dem Antrag zeigen, was das konkret bedeutet. Es ist ein Bekenntnis dazu, dass der Primat der Politik über die Wirtschaft zu gelten hat, bei allem, was wir an förderlichen Rahmenbedingungen selbstverständlich und gerade durch diesen Antrag ermöglichen wollen. Es ist ein Bekenntnis auch zu Bayern als ein Land mit starken Standorten, mit großen Stärken in der Wirtschaftspolitik. Und all die, die immer wieder behaupten, die Sozis könnten doch nur eines, nämlich Dinge madig machen, denen sage ich, lest diesen Antrag wirklich durch, diskutiert mit uns und ihr werdet sehr wohl sehen, dass wir die Letzten sind, die nicht das, was gut läuft, anerkennen. Aber, Genossinnen und Genossen, wir sind eben auch die, die nicht den Mantel des Schweigens über das decken, was in diesem Land schiefläuft und was gerade auch bei der Wirtschaftspolitik schiefläuft, Genossinnen und Genossen. Das gehört für uns zusammen. Es ist ein Bekenntnis zu einer aktiven Wirtschaftspolitik, insbesondere für ganz Bayern, nicht für einzelne Regionen. Es ist ein Bekenntnis zu einem wettbewerbsfähigen und innovativen Mittelstand als Kern der bayerischen Wirtschaft, ebenso wie die klare Botschaft, dass wir die Industrie nicht vernachlässigen wollen und nicht vernachlässigen werden. Vor allem aber ist es etwas, was man von der bayerischen SPD lange gefordert hat und was wir liefern.
Es ist eine klare Darstellung von konkreten Projekten. Wir haben in diesem Antrag grundsätzliche Aussagen und wir übersetzen das in ganz klare, umsetzbare Schritte. Und das halte ich persönlich, man soll nicht loben. Ich mache das jetzt stellvertretend für die, die ich vorhin genannt habe. Ich glaube, das ist die Stärke dieses Antrags, dass wir beides in diesem Antrag bewerkstelligen können. Lasst mich ein paar Sätze zu den Grundlagen sagen. Wir bekennen uns, ja, auch das tun wir, zu einer Politik für Wachstum, aber für qualitatives Wachstum, eine soziale Marktwirtschaft, die ökologisch nachhaltig ist, die den Ressourcenverbrauch verantwortbar gestaltet. Das ist unser Weg. Unser Weg ist aber auch zu sagen, dass das Primat der Politik zurückgewonnen werden muss. Und ich fand es interessant, ein Satz aus diesem Antrag hat in der ja sehr umfangreichen Vorberichterstattung der Presse besondere Aufmerksamkeit gefunden. Kein Artikel, der den nicht zitiert hat. Und das ist das, was ihr auf der Zeile 79 und 80 lest. Und das heißt folgendermaßen: Das Recht auf eine menschenwürdige Arbeit hat Vorrang vor den Interessen der privaten Kapitalverwertung. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als Sozialdemokrat, der versucht, Wirtschaft sozial zu gestalten, ich kann mir nicht vorstellen, warum jemanden ein solcher Satz noch sonderlich auffällt, wenn er eine solche Position hätte. Genossinnen und Genossen, dieser Satz übersetzt, was ihr als Zitat aus der bayerischen Verfassung findet, eingangs dieses Artikels: Die Wirtschaft dient der Gemeinschaft, Genossinnen und Genossen, so herum und nicht andersherum. Und genau in dieser Reihenfolge sehen wir das. Ich freue mich wahnsinnig als jemand, der sich mit dieser bayerischen Verfassung immer wieder, gerade auch natürlich in den sozialen Grundrecht befasst, dass, Christian, du das so stark gemacht hast zum Eingang der Rede. Und es freut mich auch, dass, glaube ich, sehr deutlich geworden ist, dass wir hier gemeinsam in eine Richtung, an einem Strang ziehen, nämlich zu sagen, wir wollen alles tun, damit dieses Land weiter gute wirtschaftliche Bedingungen hat, dass dort, wo wir Schwächen haben, wir bessere bekommen, aber wir wollen ein Ergebnis dieser Bemühungen und das Ergebnis heißt, es muss den Menschen in diesem Land besser gehen und zwar überall in diesem Land. Da sollten wir uns überhaupt nicht irre machen lassen. Das ist unsere Ausrichtung von Wirtschaftspolitik, Genossinnen und Genossen. Und deshalb sind wir eben diejenigen, die vielleicht etwas genauer hinsehen, die hinter die Fassaden der Hochglanzprospekte, der Zeils, der Dobrindts, ja, der Huber, sonst beschäftigt sich ja bei der CSU keiner mit Wirtschaftspolitik mehr, schauen. Und natürlich gibt es eine Erfolgsgeschichte Bayerns in der Industrialisierung. Wer mag das bestreiten? Aber es gibt eben auch deutliche Hinweise, dass sich Entwicklungen hier verlangsamen. So waren in den letzten 5 Jahren andere Bundesländer erfolgreicher. Dort ist das Wirtschaftswachstum stärker gewachsen. Bayern liegt hier auch aktuell eher im Mittelfeld. Das sind Indikatoren, genauso wie die Tatsache, dass zum Beispiel im Bereich der Ausgaben, ihr findet das auch, für die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit Bayern längst nicht mehr an der Spitze liegt. Wenn wir hier knapp 3% des Bruttoinlandsproduktes aufwenden und Baden-Württemberg 4,6% unter rot-grüner Verantwortung, dann seht ihr sehr wohl, was man hier auch moderner ausrichten kann. Und weil ja, es ist genannt worden, die bayerische Finanzpolitik sich derzeit vor allem in einem Gegensatz zu Berlin, und zwar zum Land Berlin, entzündet, die Zahl aus Berlin, F&E-Aufwendungen bei 3,5% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist ein Sechstel mehr als Bayern tut. Da können wir nicht behaupten, dass wir in der Tat in diesem so wichtigen Bereich an der Spitze stehen. Wir haben uns drei, wenn man so will, Leitpositionen, Leitbegriffe gewählt und die heißen: Wir brauchen einen Ausbau der Infrastruktur, wir brauchen mehr Innovation und wir tun all das, um gute Arbeit Wirklichkeit werden zu lassen in Bayern. Dieser Dreiklang Infrastruktur, Innovation, gute Arbeit soll künftig sozusagen das Dach bilden. Und da ist bei der Infrastruktur natürlich unser Blick nicht nur auf den Verkehr gerichtet und nicht nur auf die technische Infrastruktur. Natürlich Energiewende. Wer wagt das bestreiten? Ein starker Fokus im Moment.
Das schnelle Internet ist genannt und Verkehrswege. Aber für uns gehört zu einem guten Wirtschaftsstandort eben sehr viel mehr. Und jetzt nennen wir wieder die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, die in bestimmten Dingen, wenn wir über Vereinbarkeit von Familie und Beruf reden, wenn wir über die Frage von Zuwanderung reden, längst der größte Kritiker der Bayerischen Staatsregierung geworden ist, weil dort ein rückwärtsgewandtes Bild immer noch vorherrscht. Wir brauchen auch den Ausbau der sozialen Infrastruktur, liebe Genossinnen und Genossen, auch das gehört für uns zur Wirtschaftspolitik und ihren Rahmensetzungen. Wir brauchen bessere Bildungseinrichtungen, wir brauchen eine wohnortnahe ärztliche Versorgung, genauso wie die wohnortnahe Schule, Genossinnen und Genossen. Denn wie will man denn die Unterschiede dieses Landes, die so oft hier oben heute schon besprochen worden sind, wie will man die denn jemals nur im Ansatz ausgleichen, wenn wir solche Infrastrukturen dort nicht wieder viel stärker in den Blick nehmen? Und da gilt in der Tat der Satz, über 50 Jahre war das der CSU egal, Genossinnen und Genossen. Jetzt ist der Punkt, wo das zur Überlebenschance der Räume wird, in Wunsiedel, in Hof und drumherum. Genossinnen und Genossen, man kann das nicht oft genug sagen, auch wenn man kein Franke wäre, der ich bin. Nein, wir brauchen den Blick auf alle Regionen dieses Landes. Auch das findet ihr in diesem Antrag. Wir wissen, dass Bayern nur mit einer starken Wirtschaft im Bereich Innovation in die Zukunft gehen kann. Ich habe mal einen sehr pointierenden Satz gesagt, mit dem ich das kritisiert habe, und das tun ja, weiß Gott, wesentlich mehr. Fragt die wirklichen Mittelständler, was die Staatsregierung an Hochglanzpolitik veranstaltet in ihren Broschüren, an ihren Hightech-Offensiven, und fragt, was im Land ankommt. Wir brauchen Forschung und Innovationsstärkung aller Unternehmen. Und wenn ich bei einem Mittelständler bin im Mittelfränkischen, der Weltmarktführer ist im Bereich der Optik, Sill Optics von der Landtagsfraktion vor Jahren schon mit dem Unternehmerpreis ausgezeichnet, und mit diesem Unternehmer dann spreche, jetzt 70 geworden, Selfmade Man, der dann sagt, was die da in München machen, sagt denen das, das kann so nicht weitergehen. Mit ihrer Politik unterstützen sie die Großen, die sich die Forschung selber leisten könnten. Und uns Mittelständlern, uns hilft keiner, Genossinnen und Genossen. Drum sagen wir, wir wollen auch die Beratung des Mittelstandes betriebsnah orientiert und in die Zukunft gerichtet durchführen. Wir kämpfen für gute Arbeit. Die wesentlichen Punkte hat der Christian benannt. Und drum lasst mich zum Schluss, bevor ich diese Projekte, die ihr alle gelesen habt, ihr habt den Antrag sehr gut gelesen. Ich habe heute früh um 8:55 noch die letzte SMS bekommen. In Zeile 3 des Antrages ist das Wort 5 durch das Wort 6 zu ersetzen. In der Tat, das ist richtig, eine redaktionelle Korrektur. Es sind 6 Projekte aus den 16 ausgegliedert, vorangestellt. Aber das zeigt doch nur, mit welcher Leidenschaft die Genossinnen und Genossen sich heute vorbereitet haben. Schaut euch diese Punkte an, in denen wir, wie gesagt, sehr konkret werden. Aktive Wirtschaftspolitik für Bayern. Ihr findet einen Katalog des guten Regierungshandelns in Sachen Wirtschaftspolitik in diesem Antrag. Das heißt zunächst, ich muss als Verantwortlicher den Gestaltungsanspruch für die Rahmenbedingungen der Wirtschaft auch wahrnehmen wollen. Nicht wie Herr Zeil froh sein, wenn ich ihn wieder abgeben kann. Ich muss im Bereich des nicht formalen Handelns viel mehr tun. Deshalb klare Aussage, wir wollen den Dialog der Sozialpartner fördern. Wir sprechen mit den Führungsverantwortlichen der Wirtschaft, mit den Gewerkschaften, und wir bringen die an einen Tisch. Und wenn man mir dann sagt, das ist die konzertierte Aktion von früher, dann sage ich zurück, ja, natürlich ist es das. Warum soll es auch nicht sein? Denn die war gut und richtig für dieses Land. Und wenn sie dann Zukunftsdialog heißen soll, Genossinnen und Genossen, dann nennen wir sie eben Zukunftsdialog. Entscheidend ist, wir werden sie machen, und Herr Zeil und Herr Huber machen sie nicht, Genossinnen und Genossen. Darauf kommt es uns an, nicht auf Begriffe. Wir müssen Dinge koordinieren, die überlebensfähig sind. Wir sind das Autoland Nummer 1. Und wir haben eine Diskussion, wir haben uns auf Parteitagen, wir haben uns bei Klausuren damit beschäftigt. Ein Schlagwort, ein Zauberwort, Elektromobilität. Wir wissen, wie die Fachleute, ehrlich gesagt alle nicht, in welchem Ausmaß das wie schnell sich wo niederschlagen wird. Aber wir wissen nur eines, wer diesen Trend heute verschläft, wird in 10, vielleicht sogar in 5 Jahren, jedenfalls in 15 Jahren nicht mehr Premium-Hersteller für Automobile sein. Und Genossinnen und Genossen, und wir wollen, dass Bayern dieser Standort bleibt, das sage ich euch sehr genau.
Und wenn ihr eines heute wisst, dass die Koordination dessen, was im Bereich Elektromobilität, in den Betrieben, in der Wissenschaft und wenn dann nicht mehr zu vermeiden, in den Ministerien in München läuft, dann ist es heute die IG Metall. Und lieber Bernhard Roos, auch an der Stelle der Kollegin Fehrmann nochmal vielen Dank und Grüße. Aber es kann doch nicht sein, so sehr wir die IG Metall unterstützen, dass die IG Metall das macht, was das Wirtschaftsministerium machen müsste. Und dass wir jetzt mit Sachsen zusammen einen Antrag stellen müssen beim Bundesschaufenster Elektromobilität. Das heißt wirklich so, dass wir mit Sachsen einen Antrag stellen. Das ist gute Völkerverständigung und Freundschaft. Das machen wir gerne. Aber was ist denn da übrig geblieben vom Stolz des Landes Bayern, wenn man Angst hat, alleine durchzufallen bei einem Bundeswettbewerb? So weit ist es nämlich in wirklich schon. Das zeigt, was hier zu tun wäre. Beim formellen Handeln sagen wir in diesem Antrag, das Vergabe- und Tariftreuegesetz wird kommen. Die SPD hat es bereits in den Bayerischen Landtag eingebracht. Die CSU hat es abgelehnt, die FDP hat es abgelehnt und auch darüber werden wir reden müssen. Die Freien Wähler haben es abgelehnt, die doch sonst so mittelstandsfreundlich sind. Dabei wollen wir mit diesem Gesetz nur eines, genau das beenden, was der Christian Uhre gesagt hat, nämlich, dass ich mit Billiglöhnen letztendlich sogar noch bessere Bedingungen auf dem Markt habe. Die Frage der Aufstockung ist zweierlei. Es ist ein Kapitel der Entwürdigung von Arbeit und der Entwürdigung von Menschen und es ist ein Gebot der sozialen Gerechtigkeit, das zu stoppen, Genossinnen und Genossen. Wir haben in diesem Land Bayern aktuell 100.000 Aufstocker. Und 30.000 davon etwa sind Menschen, die den ganzen Tag in einem ganz normalen Job voll sozialversicherungspflichtig arbeiten und hinterher wird der Lohn aufgestockt. Das kann nicht so weitergehen. Deren Willen, ihre Familien Willen, aber auch natürlich des Steuer- und Beitragszahlers Willen. Der DGB hat diese Tage gesagt, das kostet 175 Millionen im Jahr in Bayern. 175 Millionen pro Jahr. Und das ist nichts anderes als die Subvention für den, der sich mit Billiglöhnen auch noch einen Wettbewerbsvorteil erschleicht. Und deshalb sage ich, wer wirklich dem Mittelstand etwas Gutes tun will, da hast du völlig recht, Christian, der darf nicht gegen Mindestlöhne sein, sondern der muss gegen Aufstockung sein, für Mindestlöhne, für ordentliche Bezahlung von Menschen, weil sonst zugelassen wird, dass die schwarzen Schafe sich auch noch einen Wettbewerbsvorteil zu erschleichen zugunsten des ordentlich zahlenden Handwerksmeisters. Das wollen wir nicht. Wir haben keine Scheu, auch zu sagen, da wo der Staat fördert, dass das nur in bestimmten europarechtlichen, meistens Vorgaben der Fall ist. Das wissen wir und das kann man uns auch zutrauen, dass wir das berücksichtigen. Aber der Staat fördert eben sehr wohl zulässigerweise. Und da sagen wir, warum soll es in Bayern nicht das geben, was zum Beispiel der Genosse Machnik in Thüringen macht, dass er sagt, Förderung gibt es nur, wenn Leiharbeit in einem Betrieb eine bestimmte Quote nicht überschreitet, weil ich Recht und Ordnung auf dem Arbeitsmarkt und saubere Arbeitsverhältnisse auch als Fördergeber durchsetzen will. Genossinnen und Genossen, das ist ein Weg, den wir auch in Bayern einschlagen werden. Wir haben ihn in diesem Antrag. Ich habe erwähnt, die Beratung für den Mittelstand, es ist absurd, dass andere Bundesländer im Osten, also österreichische zum Beispiel, Unternehmen durch bestmögliche Beratung, Betreuung, Begleitung zu sich bitten und dass wir dem nichts entgegensetzen. Natürlich, Existenzgründung ist gut und richtig, wir bekennen uns in dem Antrag dazu, aber wir wollen eben auch, dass das Unternehmen, das kleine mittelständische Unternehmen, das eben gerade die Ausbildungsleistung in diesem Land sichert, dass das dauerhaft auch begleitet werden kann, denn daran fehlt so oft in der Praxis. Und das ist vielleicht der Punkt, der auch dann ein bisschen für Aufregung sorgen wird, aber wir gehen auch bei der Finanzierung einen konkreten Weg, indem wir sagen, wir verknüpfen das eine mit dem anderen. Die wirklich effektive Unterstützung des Mittelstandes, gerade in Finanzierungsfragen, mit dem Frage, wie geht's weiter mit der Landesbank? Ich habe dieser Tage mit einem dort wirklich Maßgeblichen gesprochen und er hat gesagt, Herr Bayer, natürlich, wir machen dieses Geschäftsmodell internationaler Handel, was Sie ja weiter sehr wohl machen, weil wir kein anderes haben. Und auf die Frage, könnte man nicht ein anderes schaffen, hat er zugegeben, natürlich könnte man das tun. Es will nur offensichtlich keiner, weil offensichtlich Schwarz-Gelb glaubt, die Bank nur dann verkaufen zu können, wenn sie weiter eine internationale Bank ist. Also ich werde jetzt den Finanzkollegen hier nicht ins Handwerk pfuschen. Ich sage euch nur eins.
Ich habe genug damit, dass die Landesbank als Spekulationsobjekt selbst in guter Absicht eingesetzt wird. Das ist schon so oft jetzt schiefgegangen, das können Sie nicht. Lasst uns Ihnen das aus der Hand nehmen. Wir bauen die Landesbank um mit einem klaren Auftrag im Inneren des Landes, gemeinsam mit Ihren Töchtern der Sparkassen als Mittelstands- und Aufbaubank durch Neuordnung des Förderwesens. Dann ist allen gedient, den Mitarbeitern der Landesbank, dem Mittelstand in Bayern, und Schwarz-Gelb hat endlich diesen Irrweg aus der Hand genommen bekommen, der da heißt, die Landesbank als große Bank so groß machen, dass sie irgendwann angeblich jemand kauft, egal welche Auswirkungen das auf den Steuerzahler in Bayern hat. Lasst uns für dieses Modell eintreten, auch im Interesse des Mittelstandes. Ein paar letzte Bemerkungen. Wir werden als Gesetzgeber anders agieren. Wir werden dort, wo wir über den Bundesrat Einfluss haben, natürlich im Bereich des Arbeitsrechts, bei der Arbeitsmarktpolitik, so wie auch unsere Partei in Berlin beschlossen hat, manches zu korrigieren haben, gerade im Bereich der guten Arbeit, bei der Begrenzung der Leiharbeit. Das ist euch bekannt, ich muss das nicht wiederholen. Wir bekennen uns aber auch zu der Verantwortung als bayerischer Gesetzgeber. Das Weiterbildungsgesetz wird kommen mit der Regierung Uhde ab dem Herbst 2013. Genossinnen und Genossen, wir werden die Mitbestimmung stärken und wir werden dort, wo der Staat als Planer tätig ist, das Leib- und Magenfeld von Annette im Bereich der Regionalplanung, das auch wieder nutzen und uns nicht zurückziehen aus Gestaltungsmöglichkeiten, sondern sie aktiv nutzen. Und wir werden eine Clusterpolitik so einsetzen, wie sie mal gedacht war, als regionale Chance. Und wenn ihr hier den Passus findet, wir wollen den traditionellen Industrien, die ja teilweise in solchen Schwierigkeiten sind, Textil, Glas, Keramik, neue Chancen geben, dann ist das doch genau der Weg. In einem Automobilbau von wahrscheinlich schon morgen werden wir sehr viel neue Werkstoffe haben. Wir werden Textilien haben, wir werden hier völlig neue Anwendungen haben, auch im Bereich der technischen Keramik oder im Bereich der Optik. Und wenn wir erfahren als Arbeitskreis Wirtschaft, dass sich jetzt die verbliebenen Glasindustriebetriebe im Bayerischen Wald selbst zusammenfinden, um sich zu koordinieren, um diese Chancen zu nutzen, dann finden wir das fantastisch. Aber ich frage euch, wofür brauchen wir dann ein millionenschweres Clusterprogramm, wenn das neben dem Cluster geradezu unbemerkt von der Staatsregierung passiert? Das ist Teil nur als eine Facette, damit ihr seht, wie die wirkliche Welt spielt in diesem Land. Das ist Teil des Clusters Chemie. Die Staatssekretärin hat es im Ausschuss dann wo ganz anders verortet. Sie weiß noch nicht einmal, was da passiert. Genossinnen und Genossen, hier sind Chancen. Ich habe versucht, einen Bogen zu schlagen oder euch jetzt nicht den Antrag hier zu referieren. Lasst mich zum Abschluss an einem ganz aktuellen Beispiel, ganz klar deutlich machen, wo sich unsere Wirtschaftspolitik unterscheidet von der à la Zeil. Und das ist der Fall Nokia Siemens Networks, NSN in München. Lieber Markus, wir waren Fraktionsspitze und Arbeitskreis Wirtschaft mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, mit dem Gesamtbetriebsrat, mit der IG Metall. Wir haben es nicht belassen bei einer Solidaritätsadresse, sondern wir haben die Briefe geschrieben, die Sie damals vermisst haben, an den Ministerpräsidenten, an den Finanzminister, direkt an den Siemens-Vorstand, weil Sie bei uns saßen und gesagt haben, wir sind jetzt seit Wochen dahinterher, als Beschäftigte dieses immerhin noch zu 50% von Siemens gehaltenen Joint Ventures mit Nokia, mit den Siemens-Leuten sprechen zu können. Wir sind doch alle Siemensianer und jetzt tun die so am Wittelsbacher Platz, als hätten sie nichts mehr mit uns zu tun. Und wenn wir die Staatsregierung bitten, dann hören wir da nichts. Und wir haben einen Antrag gestellt im Landtag und irgendwann war die öffentliche Meinung dann in der Tat auch durch diese Aktivitäten so, dass dann Siemens offensichtlich eingegriffen hat. Ein lehrreiches Beispiel, das zeigt, dass man durch öffentliche Meinung sehr wohl etwas beeinflussen kann, wenn man nur will. Und Martin Zeil und auch offensichtlich die CSUler wollten das nicht. Die hatten vielleicht auch Angst vor Siemens. Wir hatten diese Angst nicht und wir werden sie nicht haben, bei allem guten Gesprächskontakt, den wir zu Herrn Käser und zu Herrn Löscher pflegen werden, Genossinnen und Genossen. Was ist das Ergebnis? Ich schaue jetzt mal, an diesen modernen Pulten ist wenig Holz dran. Ich gehe mal darüber. Das ist zumindest noch Holzimitat. Also ich klopfe dreimal auf Holz, dass das klappt, was gestern man offensichtlich ausgehandelt hat. Dass nämlich der Standort München nicht wegfällt.
Siemens und NSN fanden die Streichung des Standortes München alternativlos. Das zeigt, wie vorsichtig man mit dem Gebrauch dieses Wortes sein sollte. Wir Genossinnen und Genossen wissen davon, ein Lied zu singen. Was war geplant? In München sollten 2000 Arbeitsplätze vollständig wegfallen. 1600 Kolleginnen und Kollegen sollten irgendwo an andere NSN-Standorte, im Wesentlichen in Westdeutschland, sozusagen weitergereicht werden. Jetzt ist wohl die Lösung die, dass in München 2000 Arbeitsplätze erhalten bleiben und vor allem der Standort erhalten bleibt. Und was ist damit gelungen? Es ist gelungen, zumindest in vielen tausend Fällen Menschen zu helfen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die früher langjährige Siemens-Beschäftigte waren. Und es ist gelungen, natürlich auch für den Technologiestandort Bayern im Bereich Telekommunikation Know-how zu erhalten und damit Infrastrukturen weiter zu pflegen. Wenn ihr so wollt, ein Lehrbeispiel zu dem Dreiklang Infrastruktur, Innovation, gute Arbeit. Aber Ausgangspunkt war, dass wir an der Spitze derer standen, die gesagt haben, wir nehmen das nicht hin, wir setzen uns ein. Und ich zitiere jetzt aus einer Pressemitteilung von Martin Zeil aus diesen Tagen, die endete damit, dass der Minister weiterhin konsequent im Hintergrund sprechen wird. Ich weiß nicht, ob er konsequent gesprochen hat. Ich weiß nur eins, Martin Zeil bleibt in allen solchen Fällen konsequent im Hintergrund. Und das geht dann schon mal schief. Im Fall EADS geht es schief, im Fall NSN wäre es schief gegangen, hätten wir ihm nicht auf die Sprünge geholfen. Es wäre im Fall E.ON schief gegangen und es wäre auch für uns Franken hier schief gegangen, als Siemens seine neue Division große Städte und Infrastruktur aus dem Lande raus wegverlagern wollte. Auch das haben wir im Landtag zur Sprache gebracht. Das ist das, was wir uns unter aktives Handeln in der Wirtschaftspolitik vorstellen, wenn es noch eines praktischen Beispieles bedürfte. Wir sind nicht gegen die Wirtschaft, wir wollen mit der Wirtschaft den bestmöglichen Ertrag, weil das die Grundlage ist, dieses Land weiterzuentwickeln. Und wenn wir dazu die Schwächen beseitigen in der Infrastruktur, in der Bildungspolitik, in vielen Fällen der Sozialpolitik, Rahmenbedingungen wirklich wieder setzen, dass alle Menschen hier Anteil haben am Zuwachs von Produktivität, dann haben wir eines verwirklicht, ein sozialdemokratisches Projekt. Und deshalb sage ich, Wirtschaften in sozialer Verantwortung ist Kerngeschäft der SPD. Ich bitte euch um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.